So, nochmal herzlich willkommen zurück zum neuen Video. Wir fahren heute frischen Fisch von Bastfjord nach Vado für 17.000. Ja, da wollen wir jetzt erstmal gucken, ob wir hier überhaupt Motorfehlfunktion. Ja, so startet das Video doch gut. Wie das andere Video, beziehungsweise gerade die Fahrt. Als wir von Berle weg nach hierher gefahren sind, ja, war auch natürlich am Anfang ein krasser Unfall. Warum hat es denn die Karte aktiviert? Gar nicht aktiviert. Ja. Sag mir, jetzt geht jetzt hier nicht recht. Ach, 17, wunderbar. Jetzt wird der Fisch hier aufgeladen. Okay, wir stehen sogar relativ gut. Und wir fahren jetzt 205 Kilometer bis nach Vado. Okay, lass uns eine neue Route finden. Machen Sie eine Kehrtwende. Wir machen gar nichts. Wir fahren jetzt hier lang. Einen krassen LKW. Oh, das war knapp. Knappe hier. Motorfehlfunktion. Vier. So, los geht's. Nächste Tour. Tour 6 beginnt jetzt von Bastfjord nach Vado. 205 Kilometer. Mal gucken, was uns alles so erwartet auf dieser Tour. Vor allem erwartet uns eine eine Werkstatt demnächst. So, damit haben wir jetzt Bastfjord verlassen. Egal, ey. Und wie ich sehe, das Bett ist auch schon wieder ziemlich blau. Müssen wir also auch wieder bald pennen gehen. Landschaft an. Geht gerade nur langsam voran. Jetzt überholt mal einer da vorne. Oh. Was ist denn nun los? In der Baustelle überholt. Alles klar. Thank you.
ein Glück. Fährt der Trecker weg. Hier ist ein Unfall, hier liegt ein Auto auf dem Kopf. Okay. Überlegt, ob ich das vielleicht auch im ATS mache, einmal rund um Amerika rum, Start in San Francisco zum Beispiel, das wäre eben meine Hauptgarage, aber erstmal mache ich das jetzt hier, dann kommt die Weihnachtstour und dann mal gucken, dann geht es auch nochmal wieder los mit SnowRunner. Wir müssen durch, ein bisschen zwischendurch noch Fortnite, vielleicht irgendwann auch mal wieder Farming Simulator. Ja. Gucken wir da mal. Sieht jetzt nicht so lustig aus, da rauszufahren mit so einem großen LKW. Also fahren wir ein bisschen weiter. Wir fahren auf den nächsten Rastplatz. Aha, hier ist eine Straße. Da ist die Frage, wo die hinführt. Man weiß es nicht. Vorne ist auch ein Rastplatz, eine Tankstelle. Das ist der 17 Uhr. Da werden wir jetzt auf jeden Fall rasten, bevor ich hier wieder 300 Mal einschlafe. Und gegenüber werden wir auch tanken. So, einmal schlafen bitte. Jetzt ist es 3 Uhr nachts. Dann geht unsere Fahrt weiter. Kreuzfahrt. So, einmal 6 und tanken bitte. Falling for you and I can be the one.
Okay. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Wenn möglich, machen Sie eine Kehrtwende. So, weiter geht's. Durch die Nacht. In Nordnorwegen. Es wird gerade gar nicht Nacht. Nimm diese Ausfahrt. So 900 Kilometer, dann sind wir in Vardo. Frage ist, was ist das da? Wenn das eine Kamera ist, gucken wir uns das an. Ja, das gucken wir uns auf jeden Fall an. Die Kamera. Biege nach rechts ab. Mal gucken, was uns hier erwartet. Neseby Kirche. Das war's schon mit unserem kleinen Film. Ein kleinen Drohnenflug. Jetzt geht's weiter. Okay, lass uns eine neue Route finden. Oh, ohne ins Wasser zu fallen. Ja. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Denn nun, wo hänge ich jetzt fest, ne? Ich festhänge. Kann ich ja nur so festhängen. Eine unsichtbare Mauer ist. Wieso komme ich hier nicht hoch? Ne? Also da muss irgendwas sein, wo ich scheinbar gegenfahre, aber man sieht es nicht. Okay, wir kriegen das schon noch hin. Biege nach rechts. Komisch. Also da ist ein Fehler in der Matrix. Keine Ahnung.
So, noch 88 Kilometer. Dann sind wir an unserem Etappenziel angelangt. Und dann steht auch ein Leuchtturm. Rechts, haben wir ihn gerade gesehen. Ja, Norwegen will ich auch noch mal irgendwann hin. Das ist schon eine geile Landschaft da. Hier über die Drohne, über die Brücke sind wir gerade mit unserer Drohne rüber geflogen. So, da sind wir schon. Vardøs. Also, dann sind wir jetzt hier in der ersten Stadt. Die fahren wir aber durch. Erster Aufenthalt hier. Müssen auch ein bisschen an die Richtgeschwindigkeit halten. So, das war's auch schon wieder mit der Stadt. War das 50 Kilometer. Brauchen wir auch nicht mehr. Schafe, die haben scheinbar überlebt beim Schlachter. Sonst würden ihre Mähen jetzt ja auch bei mir im LKW drinnen liegen. Oha. Containerschiffe. Passagierschiffe. Ah ja, guckt euch das an. Hier steckt der Hänger im Boden.
Stadt. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Immer geradeaus. So muss ich denn jetzt hier vorne. Ah ja, Kiwi Mini Price. Okay. Da würde ich schon Angst kriegen, wenn auf einmal so ein fetter LKW kommt. So, wir sind in Wado angekommen. Das war's für dieses Video. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst ein Like da und ein Follow oder keine Ahnung, abonniert mich auf YouTube. Das war's, bis zum nächsten Video.